Ausbilder Schmidt, kommen Sie ran. Jetzt haben Sie Gelegenheit. Ich übergebe. Ja, danke schön. Kommt ruhig ein bisschen nach vorne. Machen wir eine kleine Show, ein bisschen interaktiv. Ist so, muss ich so weit. Ich brüll ja gerne, aber kommt ruhig nach vorne. Ich habe auch ein paar Zigarren dabei. Also wenn jemand sagt, komm hier, ich will auch so ein Ausbilder sein, ich verschenke die. Wirklich wahr. Ich habe Zigarren. Wer eine will, kommt ruhig nach vorne, traut euch. Ich habe keine Angst. Komm doch ein bisschen näher hier. Guck mal, ich gucke mal dahin. Die Frau lächelt mich so an. Das ist doch wunderbar. Ich grüße Sie. Wie heißen Sie? Zigarre? Nee, der Mann? Auch nicht. Aber kommt ruhig ein bisschen nach vorne. Jungs, wie alt bist du? 12. Darfst du schon rauchen? Nee, cool. Kommt ruhig nach vorne. Kommt noch ein bisschen. Auch hier. Guck mal hier. Du willst doch eine Zigarre hier. Guck mal hier. Da musst du auch nach vorne kommen. Auf. Ja, fein. Ja, fein. Ja, komm. Guck mal hier, er traut sich noch. Applaus für den jungen Mann. Der traut sich nach vorne. Da darfst du ja auch eine Zigarre nehmen, bleibst du hier. Guck mal, deine Kumpels sollen auch eine. Komm mal, kommt ruhig ein bisschen näher. Hab doch keine Angst. Ich euch noch einen Schritt näher. Ich beiße nicht. Ich habe keine Krankheit. Ich habe keinen Mundgeruch, oder? Hab ich Mundgeruch? Bisschen. Hast du gedient? Ja. Gut, dann darfst du stehen bleiben. Alles klar. Also, komm, ihr Jungs, zwei, noch nach vorne. Ruhig noch jeder fünf. Schritte nach vorne. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal, wenn du filmen willst, musst du wieder. Ich bin doch so weit. Nee, du kannst filmen, ist kein Problem, hab ich nichts dagegen. Komm ruhig nach vorne. Guck, wie sie alle so schüchtern sind. Also ist ja gut, deine Kamera schreckt auch mal ein bisschen ab. Ne? Aber ist ganz normal. Ja. Ich habe noch was dabei, zeige ich normalerweise nicht. Aber da kommen hier in Koblenz, bei der Bundeswehr kannst du es zeigen. Meine Frau hat mir Hausschuhe gehäkelt. Darüber. Da habe ich eigentlich ein bisschen mehr Applaus erwartet. So, wenn er jetzt noch ein paar Schritte nach vorne kommt, dann können wir anfangen. Dann geht's los hier mit Ausbilder Schmidt. Komm einfach noch mal ein bisschen nach vorne. Sonst muss ich von hinten anschieben. Das ist ja auch doof. Machen wir uns schön kuschelig hier. Schöne Show mit Ausbilder Schmidt. Ruhig nach vorne kommen. Gut. Ich würde sagen, ich kündige mich jetzt mal selber an. Und dann flippt ihr aus. Ja, also die Männer raufen sich an den Haaren. Du stehst mir genau im Weg. Ich will eigentlich da die Leute angucken. Ja, die Männer raufen sich an den Haaren, ja, und die Frauen rufen, Ausbilder, machen wir Drillinge oder irgend sowas. Ja, also ich komme jetzt mal und fange schon mal an zu klatschen. Es geht los, meine Damen und Herren. Ausbilder Schmidt heute hier in Koblenz bei der Bundeswehr. Applaus, ihr flippt aus. Es ist der Wahnsinn. Super, ah, herrlich, so, wunderbar, sehr schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ausbilder Schmidt, wer hat alles gedient? Du hast nicht gedient? Raus. Nein, alles Spaß. Wir sind ja dabei, wollen ja ein paar junge Leute noch vielleicht zur Bundeswehr überreden. Ich habe erstmal einen Spruch nur für die Damen, damit könnt ihr eure Männer schocken. Was hat eine Ehefrau und eine Handgranate gemeinsam? Ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. Da bleibt einigen Männern der Kloß im Hals stecken. Aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich war gestern Abend noch im Emsland. Kennt ihr das Emsland? Ich frage nochmal, kennt ihr das Emsland? Ja. Furchtbar. Im Emsland merkst du, eine jahrhundertlange Inzucht hat seinen Preis. Da hat keiner gelacht. Der einzige, der gelacht hat, war ein 8-jähriger Junge, der war Autist. Furchtbar. Der ist im Emsland, der steht vorne in der ersten Reihe so einer wie du. Also nicht du, aber so einer wie du. Guckt die ganze Zeit so an. So, du spielst ihn an, versuchst witzig zu sein. Den ganzen Abend. Nach 2 Stunden macht er den Mund auf. Du denkst, ah, jetzt hast du ihn, da hat er gegähnt. Nach der Show kam der Typ zu mir, sagt, ich hab mich bepisst vor Lachen. Ja, super. Ich geb einen Warnschuss ab. Und auch wenn du geblitzt wirst mit dem Panzer, kein Problem. Hältst du an, Rückwärtsgang rein. Hat sich erledigt. Kommt noch gerade an der Brücke da hinten, sehr gut. Ne? Und jetzt bin ich hier und jetzt bei Ausbilder Schmidt will ich immer so ein bisschen warm gebrüllt. Machen wir eine ganz einfache Übung. Ich sag zu euch, Tag, ihr Pappnasen. Und dann sagt ihr, Tag, du Sack. Ja, also haut mal einen raus, kannst auch spucken, egal. Hauptsache Stimmung. Wir machen es gemeinsam. Achtung, Tag, ihr Pappnasen. Tag, du Sack. Wunderbar, sehr gut. Oder ich teile mal auf in diejenigen, die gut drauf sind. Die heute Morgen aufgestanden sind. Jawohl, heute Mittag kommt der Ausbilder nach Koblenz. Hol ich mal noch einen Anschiss ab. Die machen gleich auf mein Zeichen, machen die Yippie, Yippie, Yeah.
Die anderen, die schlecht drauf sind, die heute Morgen aufgestanden sind, ach nee, rote Jacke an, nicht gedient, erste Reihe, miam, miam, miam. Ihr kennt ja noch Biene Maya. Da gab es die Biene Willi, die war immer schlecht drauf. Die schlecht drauf sind, machen wir die Biene Willi, die machen so, ja, ruhig so das Flügelchen mitschwingen. Also die gut drauf sind, yippie, yippie, yeah, und die anderen, ja. Gut, wir fangen an, die gut drauf sind, auf 3, 1, 2. Yippie, yippie, yeah. Die anderen? Ja. So viele. Ich bin mal aus dem Emsland nachgereist, ja. Oder ich teile mal auf in Männlein und Weiblein, dann gucken wir laut das, und zwar machen wir erst die Männer und nur die Männer rufen rein, Ausbilder, sei streng zu uns. Und die Frauen direkt hinterher, wir auch, wir auch. Wäre schön, wenn du bei den Männern mitmachst, ne? Gut, also Männer, Ausbilder, sei streng zu uns, die Mädels, wir auch. Wir fangen an, die Männer auf 3, 1, 2. Ausbilder, sei streng zu uns. Die Mädels. Miau, miau. Miau, miau, ja. Mal Applaus von den Männern für die Frauen. So, all das muss ja auch mal sein, ne? Oh, jetzt habe ich Frauen gesagt. Darf man das denn noch sagen? In diesem politisch korrekten Land. Guck mal, was du alles nicht mehr sagen darfst. Zigeunersoße darfst du nicht mehr sagen. Musst du sagen Sinti und Roma-Dressing. Luder darf ich mehr sagen, musst du sagen öffentliches Verkehrsmittel. Also darf ich noch Frauen sagen oder muss ich da auch so drum herum reden? Unmann, antimaskulin oder Menschen mit Menstruationshintergrund? Nee, oh Gott, wenn das meine Chefin hört, also um Gottes, wenn das, ihr habt ja mitbekommen, selbst ich als dienstältester und härtester Ausbilder der Bundeswehr habe seit 2 Jahren eine Chefin. Oh. Wenn dann alle, ich habe seit 2 Jahren eine Chefin. Oh. Die Ursula. Verteidigungsministerin, klar, wer 7 Kinder hat, kann auch eine Armee führen. Aber das ist ja, wir müssen bekommen, gibt ja keine Wehrpflicht mehr. Die jungen Leute gehen nicht mehr zum Bund. Da steht da. Und dann sagt Ursula, wenn die jungen Leute nicht zum Militär gehen, dann ziehen die Alten ein. So eine Rentnerarmee. So eine Ü99. Stell dir mal vor, 500 Busse vollgepackt mit 100 Jahren alten Rentnern. Allein schon 30.000 Gehhilfen, eine unüberwindbare Panzersperre. Und guck mal, so einen alten Opa kannst du schicken. Sagst du, lauf, Opa, lauf, dann rennt der. Der Feind ruft, Alter, bleib stehen oder wir schießen. Der hört nichts, der rennt weiter. Die sind mit Altersflecken übersät. Was für eine Tarnung. Ah. Und wenn so ein alter Opa was hört, dann hört er den Feind rufen, ey Opa, wir geben dir Saures. Da ruft er zurück, scheißegal, ich hab Zucker. So ein 100 Jahre alter Opa, der ist vollgestopft mit Chemie. Guck mal, was der alles in sich hat. Insulin, Viagra, Klosterfrau, Melissengeist. Ja, wenn du auf die schießt, die brennen 3 Tage. Aber nein, die Ursula hält an den jungen Leuten fest. Deswegen hat sie die Ausbildungsmethoden beim Bund erleichtert. Super. Kannst du demnächst die Rekruten um 10:30 in dem Milchcafé am Bett wecken. Ja. Und ich will auch gar nicht mit diesem harten Ausbilder Schmidt, der morgens um 4:30 die Stubentür eintritt. Raus, ihr Bettnässer, 100 Liegestütze, muhaha. Nein, Ursula will weiche Ausbilder. Die will knuffige Ausbilder. Ja, die will so einen Ausbildertyp Kalmund. Der kommt morgens schon erschöpft in die Stube rein. So, Kamerade, Manöver fällt aus. Wir gehen halt schön grillen. Oh. Hör mal, da schmeißt man alles auf den Grill drauf. Halbe Hähnchen, ganze Hähnchen. Gemüse weg, Fritten drauf, Sülzchen drauf. Und dann fressen wir uns voll. Und dann lassen wir uns über England als Kalorienbombe rausschmeißen. Und glaubt's mir, die Ursula will uns Männer fertig machen. Die will weinerliche Ausbilder, Ausbilder, die auch mal Schmerzen zugeben, wenn sie sich mit dem Finger am Papier geschnitten haben. Ja, so ein Ausbildertyp Herbert Grönemeyer, der kommt morgens schon jammernd in die Stube rein. Ho, 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 oh! Oh, 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 oh,
Manöver fällt aus. Dankeschön. Ja, muss sagen, ich bin ja schon lange bei der Bundeswehr. Ich bin ja damals mit 17 Jahren direkt nach der 5. Klasse zum Bund. Und wurde der härteste Ausbilder. Ich muss sagen, der Zeit der Wehrpflicht. Was hatte ich für tolle Rekruten gehabt? Hier einen Hühnen aus Norden, Hauke. Ein Bergarbeiter aus Bochum, Ernst Willi. Was hast du heute bei der Freiwilligenarmee? Justin Kevin aus Glarau. Justin Kevin, was ist der Vor- und was ist der Nachname? Justin Kevin ist der Vorname, der Nachname ist Gesenbrät. Sag, mit wie viel Ö schreibt man denn Gösenbrät? Na, Gesenbrät schreibt man nicht mit E, sondern mit E. Stand der Typ letztens bei mir Manöver, stand der vor mir. Chef, ich hab einen Splinter aus der Granate rausgezogen. Oh, nö. Sei verpiepst, bleib stehen, ich geh. Ja, also es ist... Oder muss ich sagen, da war ich ja froh, dass wir eine Übungsgranate hatten. Es ist alles kaputt. Guck mal hier, kaputte G36, kaputte Tornados, schlechte Ausrüstung, gefälschter CO2-Ausstoß beim Panzer Leopard 2. Ja. Und das bisschen, was da ist, wird noch Umweltgesichtspunkten modernisiert. Ja. Demnächst fährt mein Panzer mit Solarstrom. Ja. Der Ami lacht uns aus, er sagt, nachts greifen die Deutschen nicht an. Und da habe ich überlegt, was ist die Geheimwaffe der Bundeswehr? Was ist millionenfach vorhanden, womit du den Feind abschrecken kannst? Und ich habe es gefunden, meine Damen und Herren. Es ist die absolute Geheimwaffe. Jeder kennt sie, der beim Bund war. Hartkekse. Kennt ihr die noch? Ja. Hartkekse, der Name ist zu weich, die müssen Granitkekse heißen. Ja. Und die gab es schon lange vor der Bundeswehr, lange vor der Bundeswehr. Ich habe neulich eine Packung gehabt, da stand drauf, abgepackt 47 nach Christus. Haltbar, bis Jesus zurückkehrt, ja. Und die tun weh, die Dinger, die tun weh. Wenn ich ihren Kopf schmeiße, hast du Kopfweh, ja. Da überlege, jetzt machst du mal so eine Transall, so ein alter Flieger der Bundeswehr, voll mit 1 Million Hartkekse und wirfst die über so ein Terrorcamp im Nahen Osten ab. Alles kaputt. Das ist eine Biowaffe im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wir sind Deutsche, wahlweise gibt es hier auch noch glutenfrei. Ja. Und das Beste ist, wenn du als Dschihadist von Hartkeksen getötet wurdest, ja, dann stirbst du nicht als Märtyrer, dann stirbst du als Oberlusche. Ja. Und das Beste ist, die sind trocken. Die sind trocken. Leg mal so einen Hartkeks in einen Eimer Wasser rein. Eimer Wasser leer, Hartkeks unverändert. Und die Bundeswehr ist ja heute schon beliebt bei Hochwassereinsätzen wegen ihrer Sandsäcke. Ja. Jetzt nimmst du aber so einen Sandsack, machst einen Sand raus, legst Hartkekse rein. Dann schmeißt du 10 so Säcke in die Elbe, die ist auf Jahrtausende trockengelegt. Aber es ist ja, die Leute sagen immer, ja, die Bundeswehr guckt schon, dass wir Frieden haben. So, nein, wir alle müssen da mitarbeiten, wir alle müssen helfen. Ja, wir werden überall abgehört, NSA, die ganzen Geheimdienste, Facebook. Und Leute, wir können auf Facebook keine Katzenvideos mehr posten. Das geht nicht, das macht uns schwach. Ja. Da will ich ein Foto und Selfie mit dir sehen, im Hintergrund 2 Flakgeschütze, ja, wo drauf steht, danke Opa für dein Geburtstagsgeschenk. Und wer kein Facebook hat, der kann analog posten. Ja, einfach mal so diese ganzen Autoaufkleber, Chantalle, Jacqueline, weg. Und da will ich ein Bild von einem deutschen Schäferhund drauf. Wo drauf steht, er geht nicht Gassi, er rückt aus. Und wenn du einen Garten hast, einmal im Garten ein Tarnnetz spannen und vorne ein Ofenrohr rausgucken lassen. Damit es aussieht von oben wie ein Panzer. Jetzt machen das 10 Millionen Deutsche gleichzeitig in einer Nacht- und Nebelaktion. Was meinst du, was am nächsten Morgen beim Ami los ist, wenn der auf sein Satellitenfoto von Deutschland draufschaut? Fuck, er ist wieder da! Und Leute, wir können im Dschungelcamp, wir können keinen Menderes gewinnen lassen. Der ist Dschungelkönig, der wird nicht mal 2 Tage im deutschen Wald überleben. Der macht keine Jagd auf Hasen, die Hasen jagen ihn. Ja. Ich will im Dschungelcamp so einen bösen Deutschen haben, so einen Olli Kahn, ja, der nicht die Hoden von Kängurus ist, sondern die Hoden seiner Gegner. Ja. Aber wir brauchen Eier, oder? Wer hat denn alles Kinder oder weiß, dass er Kinder hat? Nicht so viele. Ich habe ja einen Sohn, mein Sohn mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Der Doppelname hat nichts im Zeugungsakt zu tun. Sonst hieß er nur Ruck. Ja, mein Sohn mittlerweile 13 Jahre alt.
Der wird frech. Kam ja doch letztens her, Papa, dich kann doch keiner leiden, sag ich ja. Und wenn ich jemanden sehen will, der mich mag, schaue ich in den Spiegel. Und mein Sohn, wie gesagt, 13 Jahre alt.